So, wir wollen heute mal gucken, warum Beate nicht am Hupen ist. Aber die Sicherung ist schon mal instant durchgebrannt. Aber was hast du gemacht? Nüsse oder irgendwas? Keine Ahnung. Nee, warte mal. Ja, noch eine Fahrt. Bitte einsteigen. Jetzt geht's los. Kannst du draufhauen, wie du möchtest. Da kommt kein Hubton mehr raus. Und wir versuchen jetzt heute mal rauszufinden, warum kommt da kein Hubton mehr raus? Ja, weiß ich nicht. Hatte ich schon was geht, meine Lieben? Ich habe schon gehört, du hast schon was vorbereitet. Ja. Dann. Ich habe Sicherungen gekauft. Eine Hupe. Das ist fast so wie eine La Cucaracha-Hupe. Die ist auch ganz schön laut. Diese Hupe steckt da drinne. Hinter dem Frontgrill. Aha. Und ich habe hier Schnellverschlüsse dran. Hast verstanden, ne? Die Frontmaske, die habe ich ja gebraucht gekauft von einem Kollegen. Ja. Und da waren die Klipse schon kaputt, die hier die Frontmaske halten. Deswegen habe ich hier die Schnellspanner dran. Die Klavierseiten. Soll ich die mal abschneiden? Ja. Also, meine Lieben, die Hupe funktioniert nicht und ich und Platte versuchen heute mal rauszufinden, warum die nicht funktioniert. Also er hat genauso wenig Ahnung wie ich von der Hupe. Also von Hupen schon, aber von der Hupe nicht. Ich kenne mich mit Möpsen aus. Dankeschön, das Niveau ist wieder im Keller. Naja, und wir haben hier beim Golf 2, habt ihr hier ganz links auf der Seite so ein Ablagefach und darunter sind die Sicherungen versteckt. Und die hier fehlt, die ist durchgebrannt, das ist die sogar von der Hupe. Ich habe ja neue Sicherungen gekauft, habe ich euch ja gerade gezeigt. Da werden wir gleich mal, bevor wir das machen, die reinstecken, dann zeige ich euch mal, was da passiert. Ich stecke jetzt mal was rein, ja? Pass die mal auf. Eine mal hergeben. Stecken wir mal eine neue rein. Wo hast du die denn her, ATU? Nee, die sind von einem Baumarkt. So, ich glaube, es ist schon durchgebrannt. Ich habe schon gehört. Hat schon Klack gemacht. Hört ihr das? Das Klacke kommt vom Relais, das funktioniert schon mal. Aber die Sicherung ist schon mal instant durchgebrannt. Ich habe auch extra nur 10er geholt. Hier könnt ihr das sehen. Jetzt müssen wir rausfinden, warum die jedes Mal durchbrennt. Ich habe auch noch ein Messgerät dabei, falls wir irgendwie was messen müssen. Aber das Einfachste wäre, glaube ich, wenn wir erstmal die Hupe ausbauen und wenn wir jetzt mal die Hupe ausbauen und die erstmal abziehen und gucken, ob es dann immer noch durchbrennt. Jetzt muss man hier eigentlich nur genau die da runterdrücken. Das war's schon. Unten auch? Hast du die unten? Nö, die gehen auch so raus. Ich hab's schon mal vorbereitet. Ja, alles gut. So, und kannst du den so hier hängen lassen. Das geht schon. Können wir hier, wenn ihr das sehen könnt, hier die Hupe. Ziehen wir jetzt mal den Stecker von der Hupe ab. Jetzt würde ich sagen, jetzt gucke ich noch mal. Oder was sagst du? Jetzt durch. Ist nicht verkokelt oder so, ne? Am Stecker? Nee. Wo hast du denn die Sicherung? Gib mir mal eine. Wir haben übrigens noch 3 Versuche. Ja, das ist jetzt erstmal nur zum Gucken, ne? Du hast mir gesagt, ich soll genau so besteuert die volle Lade. Schon wieder durchgebrannt. Sobald die Zündung umdrehst, brennt die durch. Du brauchst auch keine neue Hupe einbauen. Nee, das ist schon mal schlecht.
Das heißt, wir haben irgendwo einen kurzen. Darf ich das mal abziehen? Ja, ist das von der Hupe? Mhm. Versuch Nummer 2. Nummer 3 würde ich sagen, was? Weißt du, wir gucken gleich erstmal. Wir können auch aus dem Schlachter erstmal eine nehmen, damit du die nicht rund machst. Das ist doch egal. Ja, aber hinterher haben wir keine mehr. Also ich werde jetzt gleich erstmal mein Messgerät vorbereiten. Und wir gucken jetzt mal, woran das liegen könnte. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis gleich. Christian, ich habe da nochmal so einen Einwand gerade gelesen. Hupe. Gibt's bei BMW, weiß ich, gibt es einen Plan, welche Sicherung da reingehört und was noch da dran gehängt. Ist das beim Golf 2 gibt auch da so? Nur die Hupe. Da ist nichts mit dran? Ne? Nein, ist nur die Hupe dran. Signalhorn 13. Ja, 13. Also, wir haben jetzt erstmal Durchgang gemessen. Wir sind hier an diese Kupplung gegangen und unten an die Sicherung. Und wir haben auf beiden Leitungen haben wir jetzt Durchgang. Das darf schon mal gar nicht sein. Das heißt, irgendwo liegt wahrscheinlich Plus auf Masse. Oder die beiden Kabel berühren sich, richtig? Aktuell ist es so, dass die beiden Kabel sich tatsächlich berühren, weil wir haben... Vorsichtig hier das Gerät beiseite nehmen. Wir nehmen jetzt mal... Wir haben das Gerät auf Durchgangsprüfung gestellt. Das heißt, da wird jetzt geprüft. Wenn das piept, dann haben wir einen Durchgang. Ja. So, das heißt, wir legen das jetzt einmal hin. Halten die beiden Kabel aneinander. Somit haben wir einen Kurzschluss. Ja. Weil Plus und Minus darf nicht zusammen sein. Nein. Deswegen. Nur wenn Strom raufkommt, bla bla, die Hupe betätigt wird. Genau. Und das Adlerauge, Platte, hat gesehen, dass da unten, ich hoffe mal, ihr könnt das sehen, da liegen Nüsse. Nüsse oder irgendwas, keine Ahnung. Welche Nüsse? Warte mal. Samen. Samen! Ich wurde besamt! Das heißt, wenn ich Pech habe, hat hier irgendwo eine Maus unter der Alarmanlage gesnackt und vielleicht irgendwie den Kabelbaum angenagt. Na, das müssen wir jetzt mal gucken. Wir bauen das jetzt erstmal alles auseinander und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Läuft schon. Aber woher wissen die, dass du das nicht weißt? Ich würde schon gesagt haben, sie kennen dich ja nicht. Und genau das ist ja das Lustige daran. Es wäre viel witziger gewesen, wenn du gefilmt hättest und wie ich mich kaputt geleitet hätte, dass da eine Hupe ist. Wusste das nämlich auch nicht. Also, ja. Also wir haben beide gerade schon auf dem Boden gelegen, weil wir gerade noch eine Hupe gefunden haben. Ich habe gedacht, der hat nur eine. Aber ist gut, ey. Und er so, weil ich hatte nämlich gesagt, guck mal, das Kabel geht doch ins Rathaus, ne? Ich hab's auch nicht gesehen. Und er so, fuck. Guck mal, da ist doch eine Hupe. Bauen wir kurz. Jetzt haben wir keinen Durchgang mehr. Wir haben gerade noch mal gemessen oben am Stecker. Haben aber die Hupe, die andere abgezogen. Ja, die da unten. Jetzt bauen wir kurz den Halter aus von der Hupe. Und dann kommen wir uns ja gleich entgegen und dann checken wir das mal durch. Die Hupe kaputt ist. Diesen Hupe ist bestimmt kaputt. Interessant wäre zu wissen, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, ob das Hoch- oder Tiefton ist. Wir wissen es noch nicht. Wäre interessant. Wir werden es hinterher, wenn wir es auflösen. Ja, und ich habe bestimmt sowieso die falsche dabei. Ist aber nicht so schlimm. Das wäre egal, Hauptsache Hupe. Machen wir lieber so. Ja, die ist wohl kaputt, ne? Einfach draufdrücken. Einfach draufdrücken. Ja, die ist auf jeden Fall kaputt. Okay, dann kann ich ja mein Auto wieder zusammenbauen. Na, die ist im Arsch. Ja. Das ist aber auch schon keine Originale mehr, ne? Nee. Ich glaube, die da vorne ist auch so eine.
Ich denke, vielleicht sind das auch beides die gleichen, keine Ahnung. Also so wie das hier draufsteht, würde ich behaupten, ich guck vorher auf die andere auch nochmal drauf, kann ich leider nicht sehen, hier steht High drauf. Dann ist das Low. Das könnte, könnte sein, dass das eine Hochtonhupe ist. Mach doch einfach mal eine Sicherung rein und drück mal auf die Hupe, dann hören wir es, ob es hoch oder tief ist. Ja. Also Knusper, die, Knusper, Knäuschen. Also für die, die sehen wollten, hier steht drauf High. Jo. Sicherung ist auch drin. Zündung auch. Diesmal ist sie nicht durchgebrannt. Aber was hast du gemacht? Aber ich glaube, die ist auch im Arsch. Die hört sich auch nicht so gut an. Ich sitze hier mit dem Ordnung, was ich die andere rein. Welche hast du jetzt da dran gesteckt? Nur die Originale. Jetzt hupt, warte. Hup jetzt nochmal. Und nochmal. Also das hört sich irgendwie komisch an, ne? Ja. Das hört sich an wie... Warte! Im Kart. Noch eine Fahrt, bitte einsteigen, jetzt geht's los. Weißt du, was ich meine? Ich die Breakdancer. Ja, Mann. Ja, okay, gut. Wie hört die andere sich denn an, die neue? Die neue? Hm. Oh, Alter. Die ist okay. Ist die neue jetzt vorne oder unten? Nee, unten. Jetzt sind beide dran. Ich würde beide dran lassen, das klingt so geil. Hup du mal. Gewinne, 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 gewinne. Ja, genau. Gott, hört sich das scheiße an. Das klingt so geil. Was für ein Auto. Ich würde dich für feier ich. Aber dann brauchst du noch eine zweite Hupe, wenn dich das stört. Ja. Brauchst du noch eine? Stört uns das? Nein. Mich persönlich nicht, nein. Ich find's geil. Mich stört das auch nicht. Glaubt der kein Schwein das? Glaubt das kein Schwein das? Glaubt uns wirklich kein Schwein. Na, jedenfalls haben wir den Fehler gefunden. Die Hupe war kaputt. Was lernen wir daraus? Es gibt jedes Auto Hupen. Hat zwei Hupen. Okay, ich baue das hier mal um. So, also ich habe jetzt das Auto wieder zusammengebaut. Funktioniert auch alles soweit. Ist ja wieder so witzig gewesen. Ne? Das war so eine typische Müller-Aktion. Von vorne bis hinten. Ne? Also es war die zweite Hupe im Radkasten, die war kaputt. Und ja, jetzt funktioniert alles wieder. Jetzt habe ich zwar so eine kleine Jahrmarkthupe. Ich überlege noch, ob ich mir noch die andere kaufe dann. Also eine neue, eine zweite Hochton. Hochton? Ja, Hochtonhupe. Überlege ich mir dann. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder öfter was machen. Ich versuche es für euch. Ich habe wieder richtig Bock. Ich habe Blut geleckt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht auch ein Abo. Aktiviert die Glocke. Das wäre eine ganz große Hilfe für mich und den Kanal. Weil so gerade die kleinen Kanäle, die gehen ja noch schnell unter bei den ganzen großen. Ne? Also ich wünsche euch was. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und das nächste Video ist das Bilderbearbeiten von dem Golf von dem René. Also bleibt dran. Ich mache das jetzt auch schnell fertig. Das kommt dann auch in den nächsten Tagen. Und damit machen wir dann auch weiter. Also ich bin dran, aber es geht halt immer nur eins. Also seid nicht böse, wenn das ein bisschen dauert ab und zu, die Videos. Ja, ich bin halt nur eine One-Man-Show. Macht's gut, Leute. Ciao.